Und willkommen bei ProBro Lifestyle. Und ihr seht, ich habe gepackt und ich bin wieder unterwegs. Und zwar gehe ich heute nach München zu Karl. Weiteres fährt ihr gleich. Geiles Lied, oder? So, und was ist hier passiert? Nein, Leute, ich hatte keine Schlägerei. Musste mir hier irgendwie so ein Grinsel ausdrücken. Yo, was läuft? Ich gehe nach München, wie schon gesagt. Das hat zwei, drei verschiedene Gründe. Ein großer Grund ist sicher, dass ich mit Erkan mal trainieren möchte. Also das heißt, wir gehen zu Erkans Gym und haben Rücken auf dem Programm. Bin sehr gespannt, wie Erkan das Training gestaltet. Ja, ich habe mal ein paar Videos gesehen von ihm. Er ist ja auch ein bekannter Bodybuilder in Deutschland. Also ich habe ihn vorher nicht gekannt, nur durch Karl habe ich ihn kennengelernt. Und bin sehr, sehr gespannt, wie sein Training so ist. Ein weiterer Grund ist, dass wir noch schauen müssen wegen ProFuel. Ja, wir haben dort noch zwei, drei Sachen, die wir besprechen müssen, betreffen neuen Produkten. Es kommen geile Produkte, sind geplant, wisst ihr ja. Die Proteinriegel sind geplant, Reis, Erbsenprotein, wirklich gute Sachen. Und dann müssen wir noch geschäftlich was miteinander anschauen. Und natürlich auch ein weiterer Grund, da möchte ich gar nicht um den heißen Brei herumreden, wie so eine sneaky Bitch. Das ist mein Shred System. Das heißt, wir werden auch auf seinem Kanal, auf seinem Channel ein bisschen Promotion machen für mein Shred System, das jetzt dann in den nächsten 1-2 Wochen auf den Markt kommt. Diesbezüglich werde ich euch noch informieren, was das genau ist, für wen, für welche Leute das gedacht ist und so weiter und so fort. Ja? Also ich mache hier nichts hintendurch, nichts sneaky bitch-mäßiges. Jeder weiß, glaube ich, mittlerweile, dass das Shred System kommt. Ich bin das schon lange, lange am Planen. Und ja, was soll ich sagen? Geplant war, dass es die zweite Februarwoche kommt. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verschoben, 1-2 Wochen wahrscheinlich, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Und mir war halt einfach wichtig, dass wenn so ein System schon meine Handschrift trägt und von mir kommt, dass es wirklich, wirklich gut ist. Oder das ist mir sehr wichtig, weil es trägt halt meine Handschrift. So ein System, oder? Und ihr müsst einfach eins auch wissen, Leute, hinter so einem System, da steckt viel Arbeit. Also ich musste mir natürlich in erster Linie mal Gedanken machen, okay, möchte ich überhaupt so ein System rausbringen? Aber die Nachfrage war groß. Also die meisten Leute kamen auf mich zu, um Fett zu verlieren, um runter zu shredden. Ich bin auch für das in dem Sinn ja bekannt, da ich das letzte Jahr 365 Tage im Jahr lean war und jetzt erst richtig auf den Aufbau gehe. Dann habe ich mich entschlossen, doch, ich mache so ein System, aber ich mache es nur dann, wenn Erfolg wirklich auch garantiert ist, oder? Und dann habe ich das angeschaut, wir mussten das ganze Konzept machen und jetzt kann ich mit sehr gutem Gewissen sagen, doch, es ist möglich, man kann jede Person, die das System anwendet, die wird Fett verlieren, gleichzeitig sicher keine Muskelmasse abbauen, vielleicht sogar, wie gesagt, durch neue Reize, neue Übungen, neue Intensitätstechniken, vielleicht sogar Muskelmasse aufbauen. Ja, das soweit zu diesem Punkt. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich jetzt nach München fahre zu Karl, für einfach ein bisschen Promo auf seinem Channel für das System. Yo, so sieht's aus. Ich nehme die Kamera mit. Bisschen rumvloggen, bisschen rumfilmen für euch. Ihr seht, ich versuche mir anzugewöhnen, in die Kamera zu schauen, was nicht immer ganz einfach ist, weil diese verfickte Bildschirm hier rechts ablenkt. Aber ich versuch's. Leute, wir sehen uns später. Wenn irgendwas Krasses passiert auf der Autobahnfahrt, dann schalte ich ein. Die Deutschen, die haben sie im Griff. Unerlaubt oder besser gesagt unbegrenzte Geschwindigkeit. Nur mit meinem einen BMW, ja, der fährt nicht schneller als, ich weiß nicht, 190, 200. Bringe ich ihn auf 220? Ich weiß es nicht. Und next stop. München. Leute, Leute, ich bin gerade am Tanken hier und da fällt mir was auf. Schaut mal, Leute. Wir haben hier vier Auswahlen.
für das Auto. Und wir haben auch Auswahlen, nicht nur für das Auto, sondern für unser Körper. Jedes Mal, wenn ihr euer Auto tankt, denkt daran, dass wir auch auswählen können, was wir tanken für unseren Körper, Leute. Und da gibt es gutere Sachen, schlechtere Sachen, ganz schlechte Sachen, ganz gute Sachen. Checkt ProBro Kitchen Channel. Ich tanke jetzt ein bisschen hier, dann 1,5 Liter Wasser runter. Ich bin schon dehydriert, Mann. Ich bin seit 2,5 Stunden unterwegs. Karl wartet schon. Und dann geht's weiter. Oh. 69 Euro. Das ist günstiger als in der Schweiz. Yeah. Ich liebe die deutschen Taxis. Alles Mercedes-Taxis. Schön in der gleichen Farbe. Schön am Start. Yo, Leute, I'm here. Hier parkiere ich jetzt. Hier irgendwo wohnt Karl. Habe jetzt 3,5 Stunden gehabt und jetzt gehe ich nach oben. Ich habe so Hunger, Mann. Woo! Ich hoffe, Karl hat was Geiles zu essen. Karl, ich hoffe, du hast was Geiles zu essen. Yeah! Oh, ich bin hier. Endlich. In München, Mann. Munich. Und der hat mir schon ein bisschen die Wohnung gezeigt. Richtig nice, Bro. Richtig nice. Sieht ganz gut aus. Man kann es ja aushalten, man kann es ja aushalten. Auf jeden Fall, ich muss irgendwann die Küche gibt zeigen. Auch, gibt auch so ein, zwei Ecken, wo man gut posen kann, vom Licht her. Ja, ja, schon ausgecheckt, oder? Logisch. Wie lange wohnst du schon hier jetzt, Bro? Du, das ist ja hauptsächlich hier die Büronummer seit so 7-8 Monaten. Ja. Hier die ganze Show Kitchen, deswegen auch das ist richtig ganz so geil. Aufgeräumt, aber man kann hier richtig geil filmen. Aha, man richtig alles cool. Zubereitet. Also, es gibt wirklich alles. Yeah. Komplett alles. Kühlschrank American Style. Ja, ja. Richtig nice. So muss ein Kühlschrank aussehen, Leute. Schaut mal. So muss es aussehen. Voll. Die Greens am Start. Was haben wir sonst noch am Start? Alles am Start. Das sieht einfach aus. Sogar hier schön Mandelpüree. Es gibt hier sogar, yeah. wenn irgendwelche Leute da sind, die nicht vegan sind, sogar noch Butter und Eier. Ja. Hast du, ja? Stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben noch den guten Patron. Wir haben hier noch einen guten Gin. Wir haben Apfelbrot, wir haben eigentlich alles da. Wir haben Wein da. Es ist hier wirklich alles da, es fehlt an nicht. Ich habe sogar für Gäste immer noch eine extra Zahnbürste und sogar noch extra Gäste Zahnpasta da. Du bist zu viel. Das heißt also, hier kommt jeder auf seine Kosten. Da oben sind die ganzen Gewürze. Ja, yeah. Und Fundament, aber ich auch nicht fehlen. Muss ich auch noch stacken heute, Bro, für den Training Erdschon? Ja, ich habe schon die erste Portion drin. Ich nehme immer zwei Stück am Tag. Einmal morgens, einmal nach dem Training. Was nimmst du? 10 Gramm oder was? Ja, also ich nehme zwei Portionen. Das sind ja jeweils nur 5 Gramm, also dann hat man zwar 10 Gramm Fundament, aber nur 5 Kreatin und 5 Beta. Ah, alright. Das heißt, das ist dann die tägliche Dosis. Hier schreibe ich mir immer die ganzen Macros auf. Zeig mal. Also, du machst es noch im Oldschool. Ich mag es meistens noch Oldschool. Mich kotzt diese ganze MyFitnessPal und diese ganze Scheiße voll an. Ich habe FDDB ja auch am Start, aber Ich habe jetzt heute mir meine Linsen aufgeschrieben, meine Kichererbsen, die ich noch gar nicht gegessen habe ich auch schon aufgeschrieben. Ja. Und ich muss auch sagen, ich mache beispielsweise jetzt bei mir, wenn ich selber esse und niemand da ist, mache ich wirklich keep it simple. Also ich hau Gewürze halt rein, aber dann mache ich jeden Tag 1 Kilo Greens, deswegen zähle ich es nicht. Also die ganzen Greens. Ein Kilo Greens. Was hast du denn da alles rein? Immer diese Ekel-Shakes. Also ich habe jetzt heute Morgen noch einen Shake gehabt, da war drin 500 Gramm Greens und das war Spinat, Grünkohl, Mangold. Also diese drei Greens mit einem Scoop Protein Powder. Und dass man es noch erträglich machen kann, ein paar Alpha-Aminos, Kirsch, ja, dass es nicht das ganze Scheiße schmeckt. Und was ich mache ist, ich zähle die nicht. Ja. Und das heißt, alles andere zähle ich und ich mache es dann aber wirklich easy. Also ich nehme immer so ein, zwei Kohlenhydratquellen, Reis und Süßkartoffeln. Meistens, ich habe auch hier noch überall noch Kartoffeln nice. Und Süßkartoffeln. Alles am Start. Ja, die bilden zwar schon Knospen, aber ich habe auch hier unten. Schau mal, alles am Start. Schau mal die Linsen an. Ey, der Typ ist richtig gut ausgerüstet. Ich habe auch Quinoa am Start. Alles wirklich, am Start. Wirklich auch 10 verschiedene Linsen. Ich habe dann Quinoa, ich habe dann Haferflocken. Und ich esse aber auch nicht jeden Tag davon alles. Ich mache halt dann den einen Tag. Ich nehme immer nur so 5-6 Lebensmittel pro Tag. Also ich mache es wirklich easy. Easy, keep it simple. Ich merke es auch
bei der Verdauung extrem krass. Also wenn ich beispielsweise nur so 3, 4, 5 Lebensmittel esse, dann habe ich eine richtig easy gute Verdauung. Und wenn ich halt anfange, wirklich zu kochen und wirklich so 6 verschiedene Bohnensorten zusammenzuhauen und alles mögliche, dann geht das Konzert halt los, ja. Oh shit, was ist das da, Bro, was ist das? Das sind lauter Gewürze, ja. Also hier hat man diese ganzen verschiedenen, die sind wirklich richtig geil, ja. Curry Stein, kannst du mal riechen. Vom hast du die? Von so einem asiatischen Markt hier. Man kann auch hier in München wirklich auch frische Kokosnüsse kaufen, man kann alles im asiatischen Markt kaufen, fast so wie in Thailand. Also da kannst du auch hier frische Papaya, frische Flugsachen, ist zwar ein bisschen teurer, aber das gibt's alles. Und bei den Ölen bin ich auch mega wenig, also ich brate extrem wenig an. Olivenöl haben wir am Start hier, ja. Kokosfett natürlich auch. Ich muss auch sagen, ich verwende eigentlich hier alle gar nichts. Das Einzige, was ich verwende, ist hier Kokosöl. Erbsenprotein, hey, es ist eine Probe. Das ist eine Probe, genau. Ah, nice. Und wir haben hier verschiedene Proteinproben noch am Start. Ich habe da hinten auch einen fetten Supplement-Schrank am Start. Von lauter Sachen, die wir zum Testen verwenden für ProFuel. Das heißt also hier, da ist alles mit drin. Ich zeig nur einmal ganz kurz auf und runter. Zack, ja. Weil die eine Sache ist immer so, man kann hergehen und wenn man ein Supplement entwirft, kann man sich die Studien anschauen. Was soll es in der Theorie machen? Aber man muss natürlich auch schauen, was es in der Praxis macht. Mhm. Das heißt, man kann nicht nur hergehen und irgendwelche 10 Sachen zusammenmischen. Und der nächste Punkt ist eben die Konkurrenz und auch ein Supplement weiterzuentwickeln. Das heißt ja nicht, weil wir jetzt einen Boost oder Aminos haben oder ein Kreatin haben, dass das jetzt war. Wir testen natürlich trotzdem alle 3 bis 6 Monate. Gibt es neue Kreatinformen, gibt es neue Booster, gibt es Sachen, die wir vielleicht noch hinzufügen könnten, müssen wir Dinge ändern. Das heißt, muss man immer am Laufenden bleiben, immer am Ball bleiben. Yes, das ist auch ein Grund, warum ich auch hier bin, das habe ich euch gesagt. Erster Grund sicher, gymmen mit Erdschan, dann werden wir die Profil-Sachen anschauen, ja, und Promo für Shreds ist, und das kommt. Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Ja, natürlich die nächste wichtige Sache ist, bei der Küche auch die Küchenausrüstung und mein verdammter Pro-Bro Handelshake. Hast du den gestohlen? Nein! Wurde der schon gestohlen? Ja, neulich, ja? So viele Leute, die hier rumlaufen. Ich musste den mitgeben als Geschenk, wie auch mein Gürtel, also auch meine Käppis. Ich muss wirklich 10 Käppis jeden Morgen abstellen, weil die Leute nehmen das weg. Ja, ja. Mein Pro-Bro-Shake, so war das ja voll geil mit Salz, nur auf einmal merke ich so, könnt ihr den haben und so, ja, nichts. Aber ich habe schon wieder 3 oder 4 neue bestellt. Ganz wichtig auch, Reiskocher ist extrem wichtig. Findest du gut, Reiskocher? Ich mache alles im Reiskocher. Ja? Ich mache sogar meine Linsen im Reiskocher. Ich mache sogar meine Kartoffeln meistens im Reiskocher. Ich mache alles im Reiskocher. Vorteil ist einfach der, wenn du hier drin was machst, wie Linsen und alles andere, das kann ich anbrennen und es bekommt die perfekte Konsistenz und dann schaltet die Maschine ab. Ja? Und es ist auch relativ schonend. Das nächste, was ich extrem wichtig finde, ist Mixer. Ja, das ist klar. Ja. Wasserkocher für Tees. Ich finde Tees. Tees sind sehr wichtig. Ja, Tees sind wichtig. Jo, ich würde sagen, wir müssen was essen, Bro. Ich habe richtig Hunger. Und schauen, was hier am Start ist. Und dann machen wir was. Bereiten wir was vor. So, sind noch 2 Jungs, Kollegen von Karl hier. Du bist? Servus, du Oliver. Oliver. Hi, und Martin. Servus. Martin, du bist, kann man so sagen, Chief von diesen Taschen da, ja? Wie heißt die Marke? Sebro Sports. Sebro Sports, Leute. Checkt die Taschen ab, sind richtig geil. Und Karl hier bereitet mir alles schön vor, das ist mal gut, hier nicht zu kochen, sondern wird alles gemacht. Berries werden gemacht dort. Bin schon mal gespannt, du machst jetzt die süße Variante, ja? Die süße Quinoa-Variante. Ah, genau. Ich hab schon richtig krass Hunger. Die Nährwerte nicht vergessen aufzuschreiben, Bro. Ich hab alles auf. Sehr gut. Also Leute, es ist soweit. Ich sage einfach, er wusste wie, weil so sieht es nämlich aus. Er wusste wie. Ganz genau, das ist, Leute, der erste Punkt ist, ja, was ihr machen müsst, ist das Quinoa. Es braucht ca. 20 Minuten, ja. Mhm. Dann gehe ich her und hau mir dieses Quinoa an einen noch größeren Topf rein, ja. Da hau ich dann die Beerenfrüchte oben drauf. Ich will es jetzt wirklich schnell machen. Sahund! Sieht so lecker aus. Zack, ja. Zack. Bam, jetzt haben wir diese Sache erstmal erledigt. Eine Frage noch, Bro. Das riecht nach Zimt. Ganz hast du hier genau. Zimt reingemacht? Ich hau hier noch Zimt mit rein, in den Esslöffel circa. Dann kommt hier oben drauf 400 Gramm Beerenfrüchte. Gefroren, ja. Am besten sind natürlich die Himbeeren, die schmecken am allergeilsten. Und die haut ihr erst danach rein, dass es nämlich einen Kontrast gibt zwischen heiß und warm, ja. Das ist ultra, ultra geil. Und dann geht ihr her, wenn ihr das jetzt hier so verarbeitet habt, okay? Zack. Und es sind jetzt insgesamt hier, sind es kalorientechnisch
Ich muss das hier noch kurz ausrechnen. Das ist ein 82 Gramm 300 circa, ja. Das heißt, also jetzt haben wir hier 19,50, 22,50, also pro Person sind es dann circa 1100 Kerls. 1125 Kalorien, ja. Und dann macht ihr das folgendermaßen. Ganz geil. Bei der Zubereitung, ja, geht ihr her. Der Patrick und ich müssen jetzt ungefähr schauen, dass wir hier nachher 50-50 essen von dem Zeug, ja. Das ungefähr passt. Macht ihr das so. Dann haut ihr hier von diesem Bärenfrüchte-Mix, weil wir noch 100 Gramm Trockenbärenfrüchte reinhauen. Hier noch ein bisschen was oben drauf. Ja. Sehr geil. Eine Konsistenz. Dann haue ich noch einen Fruchtextrakt heute noch oben drauf. So, bam. Dann gibt's noch etwas Mandelmilch dazu. Oh, hey Bruder, das sieht geil aus. Ihr seht hier, wir haben hier alles. Alles hier von den Coro Boys bekommen. Und jetzt lassen wir mal den Patrick die ganze Sache testen. Auf jeden Fall. Das ist ja richtig proper Kitchen Style. Ja, doing, doing, doing. So. Ja. Kein Zucker und keine Süßstoffe. Also auch keine Süßstoffe hier drin. Kein Zucker, keine Süßstoffe. Denk, man kann es essen. Ja, wir haben jetzt hier insgesamt pro Person auch ca. 35 Gramm Protein. Ja, die müssen wir noch ausrechnen, die Makros. Genau, ja, also 410 Kohlenhydrate, also pro Person 205 Kohlenhydrate, pro Person 35 Proteine, insgesamt 70 Protein und pro Person 17 Gramm Fett. Alles safe. Also voll im Rahmen, ja, das ist mega, mega safe. Ich mache mir jetzt meine Portion. Ich habe jetzt hier gerade 4 Löffel drauf, deswegen gebe ich mir jetzt hier auch 4 Löffel. Alles ganz genau. Das ist wirklich hier auch 50-50 essen, ja, weil ich muss vor allem jetzt schauen, dass es bei mir ganz genau passt, so, zack. Gut. Ja, Mann. Ich bin gerade auf die Crip hier vom Carlo abchecken, Leute. Gut, Crip hier in München. Das ist hier eine Schatzprobe, gell? Ja, für die Pakete. Ich könnte wirklich einen Laden aufmachen. Für Supplements, für Trockenfrüchte, für alles Mögliche, für Klamotten. Das ist ja alles am Start hier. Unglaublich. Ich laufe hier durch die Küche, durch das Schlafzimmer. Überall liegt Essen rum, getrocknete Dampf und so weiter. Oh, shit. Ja, Mann, die Frage ist, Patrick. Ja. Du hast ja früher, schon bevor du in die Wettkampfphase reingegangen bist, glaube ich 5, 6, 7 Jahre lang trainiert. Wie lange war es denn genau? Ich habe sehr lange schon trainiert. Also, ich trainiere seit ich 13, 14 Jahre alt bin. Ja. Bin jetzt mittlerweile 28. Also schon über 10 Jahre Trainingserfahrung. Ja, über 10 Jahre Trainingserfahrung. Allerdings muss ich sagen, ich habe früher sehr viel ohne Köpfchen trainiert. Ja. Ich habe einfach trainiert. Hey Leute, ich bin hier noch am Reinfließen bei diesem abgefuckten Hund hier. Leute, also allerkrankste vom Korotor geredet. Ja. Diese verdammten Fancy Mangos. Bin hier nur am Reinfließen. Geil, Mann. In 3 Stunden geht es ins Training zuerst, schon Rücken wird zerstört. Aber trotzdem immer die verdammte Waage. Ja. Ihr wisst, wie viel Calories ihr reinhaut. Damit noch ausgleichen kann morgen. Morgen muss ausgeglichen werden. So Leute, wir haben den ganzen Tag ein bisschen durchgehustelt, Strategien entwickelt, auch für Profuel, Geschmäcker getestet. Ich finde die Probe jetzt sehr gut, Bro. Schokolade, richtig geil. Und, das haben wir auch angeschaut, wir haben ein paar Promo-Videos noch gedreht für Shred System. Und jetzt bist du hier, schön Pre-Workout, PCAs, Alpha Minus am Mixen. Gleich gibt es dann für uns nochmal eine Dosis im Gym von Erdschan. Wir machen heute Rücken, ja? Ich bin auch am Start hier! Hey. Und wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir kriegen dein Auto nicht auf. Doch, es muss irgendwie aufgehen, Bro. Machen wir einen Schlüssel. Das Polackensicher, Jungs. Den kann nicht mal ich mehr aufbekommen jetzt. Oh no! Hat der schon abgeschlossen? Ja. So, wir sind hier am Start bei Erdschan. Ja, ich film jetzt. Und alle hier sich am Zubusten. Was hast du mir reingemacht? Ein Löffel Alpha Minus, 2 Löffel Tunnelblick, 1 Löffel Fundament. Das ganze Stack reingesteckt. Alles bin doppelt. Stack! Leute, schau mal. Das ist ein Scoop Fundament hier. Zeig doch mal. Ein Scoop, das waren 2, hä? Also es waren jetzt 2 doppelte, oder? Oh no. Aber es ist 10:30, 10:30. Ja, es ist no excuses. Möchten auch, wir keine Kosten scheuen. Auch Erdschon hat Profuel hier am Start. Können richtig wir das Wasser nice verwenden? Nee. Nicht? Nicht. Kein Wasser hier verwenden. In München ist das Erdschon ist auch hier. Das ist Nadi, das Wasser. Erdschon, sag mal, Probro Army, hallo. Servus, Bruder. Pro Bro. Hier. Pro Bro. Alles Pro Bro.
Heute hauen wir rein, oder? Ja, sieht erstmal ein richtig krankes Rückentraining. Machen sein Rückentraining, er trainiert mit Mischa, ich trainiere mit Karl und so, aber wir machen dein System heute, ja, auf okay. deinen Plan. Du bist der Boss hier. Zweier Teams. Genau, dass die Intensität richtig hoch ist. Hauen wir rein, zu viert wäre ein bisschen langsam. Das ist das Problem, ja. Sehr gut. So Leute, Training hat begonnen. Wir sind beim Kreuzheben. Und richtig krasse Leistung von meinem Bro. Hier. Kreuzheben mit 5 Plates, plus noch ein 10er. Und die Ausführung ist sauber. Jo Leute, frisch geduscht. Training war richtig geil. Das seht ihr dann in einem separaten Video. Und Karl, hier ist hier dran, ein geiles Meal vorzubereiten. Wir machen jetzt eine Karls. Wie nennst du deine Kochvideos, Bro? Also, wir sind jetzt in Karls Kitchen, wobei da wurde ich ja schon einmal wirklich gescammt hier. Ja, von dem Bräuninger. Oh, okay. Die verklagen wollten. Jetzt, Bro? Der Typ hat noch, schau mal, gib mal die Kamera. Das ist Bodybuilder-Syndrom, dreh dich mal um. Was ist los? Das ist, wenn du dir nicht mal mehr deinen eigenen Rücken abtrocknen kannst nach dem Duschen, ja. Dann hast du gute Gains gemacht, dann hast du gut zum Rücken trainieren. Das war ein gutes Training heute, Mann, wirklich, es war richtig geil, man, ein hohes Volumen. Jo, und wir bereiten jetzt alles vor, dann auf Karls Channel kommt das Video. Abchecken, Leute. Kochvideos. Mischa hat was mitgebracht, noch ganz kurz hier im Vlog muss ich euch das zeigen. Und zwar die ersten Proben hier von dem veganen Erbsenprotein. Nee, die ersten Proben vom veganen Paprika. Von Profuel. Wir haben sie gerade probiert und sie sind richtig, richtig hart. Wir haben es endlich geschafft, Paprika als vegan herzustellen. Wir haben Vanille am Start und Schokolade. Leute, genauere Details erfährt ihr. Wir machen separat ein Video drüber. Aber ihr könnt gespannt sein. Ja, richtig cremig. Richtig, richtig geil. Schau mal, wie geil hier, ey. Schau mal, wie der Reis aus dem Haus, Leute. Wie beim verdammten Asiaten, ey. Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne so einen Blindentest machen. Wie beim Asiaten. Und das Reis und das Erbsenprotein, das wir haben, Leuten geben und ihnen sagen, es ist way. Mal gucken, wie viele Leute es nicht checken. Also weil es ist so geil und es ist cremig. Ich hätte nie gedacht, dass wir ein pflanzliches Protein so gut herbekommen. Also das ist auch wieder mal übelster Props auch an Alpha Caps. Yep. Unser Lohnhersteller in Deutschland, made in fucking Germany, haben es wieder mal geschafft, uns zufriedenzustellen und damit auch euch, da bin ich mir sicher, gebt ein Feedback. Ich habe zum ersten Mal entschieden, dass Vanille mir besser als Schokolade gefällt. Ist Geschmackssache. Und Leute, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, denn wir versuchen wirklich Transparenz in diese ganze Subs-Geschichte herzustellen, diesen ganzen Sub-Markt. Wir werden diesen Markt revolutionieren und das schaffen wir nur mit eurer Hilfe, ja? Weil schlussendlich ist Profuel erfolgreich wegen euch und es ist immer eine Win-Win-Situation. Also ich bin hier nur am Fressen wie ein Vollidiot. Ja, ich auch, also, hier im Hintergrund. Alles ist hier am Rum. Diese verdammten Früchte. Ananas. Ich hab schon Bauchschmerzen, ich hab schon ungefähr ein Kilo gegessen. Von diesen verdammten Korofrüchten. Platz 1, 2 und 3. Ja, ganz klar, Ananas. Also Platz 1. Für mich Mango. Ja, ganz ja, krass. Ja, ganz knapp gefolgt, aber von den Ananas. Und Papaya finde ich auch richtig geil. Von den Mangos kann man einfach mehr fressen. Ananas wird ist so süß. Ist dann schnell schlecht. Vanille, gell? Ja. Verdammte 9. Vanille ist geil und ich werde ganz, ganz geile Sachen machen mit diesen dann bei ProBro Kitchen. Ich denke, mit diesem Vanille kann man leckere Desserts machen, leckere Müsli, leckeres. Ohne Scheiße, da. Jense Sachen, Leute. Wir sehen uns bis später. Vielleicht schalte ich nochmal ein. Schoko 8. Ja, ich würde beides so sicher eine 8 oder nur 9 geben. Ist Geschmackssache. Die einen mögen lieber Vanille, die anderen lieben Schokolade. Beides super. 1 an. Schaut mal, wie das geil aussieht hier. Das sind jetzt Shreddies, Leute. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Shreddies. Das sieht aus wie verdammtes Chicken, ja. Ist aber vegan. Ist auf pflanzlicher Basis. Und die Nährwerte sind auch richtig hart. Also, ich bin überrascht. Nährwerte haben hier 0,5 Gramm Fett. Und wir haben Eiweiß auf 100 Gramm. 20 Gramm Eiweiß. Ja, und in seiner Packung sind 145 Gramm. Das heißt 25 Gramm Eiweiß. Das ist richtig hart. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das schmeckt, ja, weil ich habe das so noch nie gegessen. Schaut mal, der macht das richtig nice hier, das Auge isst ja mit. Nice, Bro. Nice, Bro. Richtigen Bro-Meal am Start, vegan. Geil. Ja. Das ganze Rezept und wie wir alles zubereitet haben, seht ihr, wie gesagt, auf Karls Channel. Checkt den ab. Ich verlinke den unten in der Beschreibung. Und jetzt gibt es noch eine Portion für mich und für dich, ja. Ganz genau, ja. Haha. Bro, Superman.
ist gut. Bro, du musst eigentlich da. Oh, shit. Leute, ich verabschiede mich. Ja, der Vlog nimmt sein Ende. Was haben wir eigentlich für Zeit? Boys. Zu spät, man. Es ist 3 Uhr. Es ist nicht, nein, die Uhr geht vor. 2 Uhr. 3 noch 2 Leute morgens. Es war ein Late Night Hustle. Oh, wir machen jetzt noch ein weiteres Video dann für Carls Channel. Leute, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben, so was ich hier mache in München, in meinen Bros hier. Feedback noch schnell gut, ha? Easy, ha? Also Leute, sehr gut. Ich will jetzt hier nicht übelst hypen, aber wenn man so Hunger hat wie ich jetzt gerade, dann ist alles geil, aber ich kenne die Shreddies schon. Shreddies sind geil. Ich finde sie easy, also ich könnte sie jetzt nicht jeden Tag essen, aber ich fresse sowieso auch übelst viel Linsen. Ich mache jetzt auch schon seit 3 Monaten bald einen Flexitarier-Lifestyle. Nice. 6 Tage die Woche mindestens wiegen. Superman, baby. Very, very nice. Leute, ich sage besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Besten Dank für eure Loyalität. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Verteilt den Pro Bowl Lifestyle. Wir sehen uns an der FIBO sowieso. Richtig massiv. Bis bald. Kiss, kiss. Bam, bam.